Nun, ich würde sagen, Abelmir, dann habt ihr jetzt einen guten Grund, um eure Bemühungen zu verstärken. Ja. Ich strecke mal vorsichtig die Hand aus nach dieser Rolle. Sie ist warm. Und also, was sie da gesagt hat, es erscheint unglaublich. Nun, wenn die Morda oder Moruda wirklich ein Priester des höchsten Dieners der tiefen Tochter ist, dann wurde sie anscheinend auch schon damals verehrt, gefürchtet. Er hat behauptet, er sei gefallen, als sei er nicht immer ein Dämon gewesen. Erinnert ihr euch noch an den, der uns die Träume gebracht hat? Ihr müsst helfen, Dorf beschützen. Die Sunxel muss opfern. Wir werden unser Bestes geben. Sie nickt und hält ihren Kopf hoch. Ihr wollt euch selbst opfern? Die Sunxel. Großfluch. Aber wer beschützt das Dorf dann, wenn ihr weg seid? Wenn ich bleib, Dorf, Niederöl, Niederhöll. Wäre es dann nicht besser, wenn ihr weggeht? In die Berge oder so? Opfer muss gebracht werden. Können wir euch dabei helfen? Diener von Kretonch. Ihr Diener von Kretonch. Ihr opfern, damit Kerubitz kein Hass gegen Dorf. Was hat der andere vorher zu dir gesagt, Rafim? Ich glaube, sie meinen Chor. Kretonch. Ja, lass mich mal überlegen. Sagt mir der Beiname irgendwas? Kretonch. Ich glaube, du hattest vorhin schon gewürfelt. Also aus dem Zusammenhang könnte es sein, ja. Ja, ich kann es nicht ausschließen, aber... Also, um sicher zu gehen, du möchtest, dass er es tut, ja? Ich deute auf Rafim. Er soll dich töten. Ah, die Suchsel muss sterben. Muss opfern. Kretonch mächtig. Das ist Kretonch. verrückt. Ah, kein Hass gegen Dorf. Kretonch helfen gegen Kerubitz. Die Suchsel opfern. Ihr Lern Krimk. Krimk. Ich werde mein Bestes geben. Viele 10.000 Jahre. Schicksal, Schasnabah. Schktis. Chasnabar. Es ist ein Ort, vermutlich auf Lamaria. Feuer. Ja. Ich glaube, dieser Ort ist wichtig für uns. Aufhalten Mörder. Erwählten Zentbot von Kerbitz. Rangam. Ja, wir werden alles tun, dass Aventurien nicht in den Fluten versinkt und euer Dorf. Bevor ihr euch opfert, wie wurde Morda damals gefangen gesetzt? Sie deutet wieder auf die Rolle. Ah. Vision von Irnau. Es scheint alles hier drin zu stehen. Rafim, bist du denn bereit, das zu tun? Ja, natürlich.
Gut. Immerhin solltest auch du in dieser Sache ein Wörtchen mitzureden haben. Und wem genau wird die Echse denn jetzt geopfert? Karabetz. Kribdrott. Ja, die Frage war eher an meine menschlichen Begleiter hier gerichtet, denn ich verstehe kein Wort, was du sagst. Sie will sich opfern. Ja, das habe ich verstanden, aber wem? Ihre Göttin? Also Hesinde? Nicht opfern, es sind... Ihr opfern mich, Kerbitz. Zorn groß. Hass groß. Sie meint mit ihr, Kari, irgendwas doch nicht die tiefe Tochter. Rafim, du willst ihm noch keinen Erzdämon opfern. Aber wenn er, sie deutet auf Rafim, dich tötet, dann opfert er dich seinem Gott. Nein. Ja. Großhass. Aber helfen. Zorn von Kritonch abwenden. Gegen Kribitz. Nun ja, wenn sie dich als Opfer möchte, dann wird sie dich wohl erst Kritonch entreißen müssen. Die Suchsel muss sterben. Naja, also wo das Echsenwesen nicht Unrecht hat, Gor ist begeistert von der Selbstopferung der eigenen Prüfung. Bereit ist, diesen Schritt zu gehen, werde ich ihr das nicht vorenthalten, es sei denn, ihr sagt, das ist keine gute Idee. Bin in der Tat unschlüssig. Es ist eine, nun ja, alte rituelle Praxis. Ich meine, auf der einen Seite fände ich es, glaube ich, gut, wenn Echsen tot sind, aber wollen wir Echsen unterstützen, indem wir sie töten? Oh, es ist alles viel komplizierter, als ich dachte. Nun, ich sehe hier vor allem ein theologisches Problem, aber ich bin durchaus nicht ihrer Meinung, dass ihre, ich nehme an, es geht hier um ihre Seele, an die tiefe Tochter geht, wenn Rafim sie tötet? Nein, ich glaube, das ist genau andersherum. Sie gibt ihre Seele als Unterpfand, dass er im Dorf gegen die tiefe Tochter beisteht. Nun, ja. Das ist archaisch, aber ich denke, etwas, was wir akzeptieren können. Ja, als du sagst archaisch, blinzelt sie einmal, es ist so ekelhaft. Naja, Menschenopfer sind jetzt ja nicht so ungewöhnlich. Du kannst auch diese Nickhäute erkennen, diese Haut, die durchsichtige Haut, die zwischen den Augen liegt. Naja, das müsst ihr mal mir jetzt sagen, ob da irgendwas noch Faules mit dem Busch ist, aber ein rituelles Opfer, das ist durchaus in Ordnung. Nun, ich erkenne keine dämonischen Maler an ihr. Also wird sie kein Paktierer sein. Und nun, wenn sie sich freiwillig entscheidet, zu wem auch immer, für wen auch immer geopfert zu werden, für ihre Gemeinschaft, dann ist es ihre Entscheidung. Ich denke, sie hat sich schon früher selbst verletzt, um den Zorn der höheren Wesenheiten von dem Dorf abzulenken. Ulamin betrachtet die Echse mit einer Mischung aus Abscheu und Mitleid. Die Suchsel beschwört Großzorn von Kerbitz. Nun, meine Göttin glaubt an die Freiheit der Menschen und andere Rassen. Wenn es ihr Wunsch ist, Por geopfert zu werden, damit er ihr Dorf schützt. Von rein theologischer Seite will Angrosch den Tod aller Echsen. Wieder dem geschuppten Übel. Ihr könnt nehmen meine Haut. Nein, ich will nicht eure Haut. Was soll ich mit eurer Haut? Geschenk von mir.
Nun, das ist etwas, nun ja, widerlich. Ihr müsst uns nicht bezahlen oder bestechen. Wenn wir das tun, dann, weil wir es für das Richtige halten. Nicht, weil wir buchstäblich euch ans Leder wollen. Ihr beschützt Dorf. Ich kann darum bitten, dass er dies tut. Aber er ist ein Gott. Er tut und lässt, was er will. Aber er wird euer Opfer anerkennen. Ich hätte nie gedacht, dass es mir einmal so schwer fällt, diese Worte zu sagen, aber tötet die Echse. Naja, Boltag, so einfach ist es dann doch nicht. Seid ihr bereit für den letzten Weg? Die Suchsel bereit. Ja, Raphim würde sich auf den Boden setzen und anfangen, seine Kleidungsstücke und seine Rüstung nach und nach abzulegen. Der beginnt ein Gebet. Da möchte ich gerne die Tiergestalt wirken. Okay. Weil, warum nicht? Yay! Ja. Tiergestalt. Grad 3 Liturgie. Kann man den Effekt im Prinzip beschreiben. Raphim wird sich verwandeln, und zwar in einen Panther. Sonst noch irgendwas dabei? Aus einer Notlage heraus würde ich sagen, nein. Nein. Das göttliche Auftrag? Nee. Aus eigensüchtigen Motiven auch nicht. Ist das geweihter Boden oder ähnliches? Es ist ein Hesinde-Tempel, aber nur einfach geweiht, ja. Eins. Ist es weder mein Monat noch sonst irgendwas? Dann plus 3 Qualiturgie. Ja, dann würde Raphim langsam um die Echse herumschreiten, sich immer wieder selbst mit dem Dolch über die Haut fahren, Raskoda, die strafende Richterin, anrufen. Raskoda, heute werde ich dein sein, heute werde ich schreiten auf allen 4 Pfoten, wie du es am liebsten. Heute werden wir dir ein Opfer bringen, auf das du deinen Vater gnädig stimmst, der doch so selten gnädig war. Geh auf die Wesen, die hier vor dir liegen. Ich anerkenne ihr Opfer. Ich weiß, dass sie sich dich ergeben aus Angst, sondern aus Hingabe. Dann würde ich mich in einen schwarzen Panther verwandeln, über die Echse herfallen. So könnt ihr nach getaner Arbeit aufbrechen. Ihr habt die merkwürdige Priesterin ihren Göttern geopfert oder euren Göttern. Zu wem die Seele geht, wisst ihr nicht genau, aber ihr hofft, dass die Götter schon ihresgleichen erkennen werden. Vielleicht das Dorf beschützt und eine alte Prophezeiung in euren Händen. Krimk, die merkwürdige Sprache, die Schrift der Echsen, die ihr noch entziffern müsst, und die merkwürdigen, ja, ein Priester, der den Namen eines Erzdämons trägt oder zu einem solchen wurde. Aber mir wird sicherlich herausfinden, was darin steht. Auf dem Rückweg vom Dorf durch den Sumpf könnt ihr Paul Berra nicht finden. Ihr wisst nicht, wo er ist. Auch das Skelett ist verschwunden. Raphim derweil wird euch weiterhin in der Gestalt des heiligen Tieres begleiten und euren Weg von der Seite aus begleiten. Ab und zu an Blätterdickicht verschwinden, irgendetwas reißen. Ihr könnt es kurz sprudeln hören, und dann könnt ihr nach kurzer Zeit wieder das rot gefärbte Fell von Raphim erkennen, bis er sich dann nach einigen Stunden auf dem Rückweg wieder zurückverwandelt und Diamantes das Boot kurz anhält, damit er nackt, blutverschmiert, mit roten Zähnen an euch herantritt. Oh, das war lange her. Das war überaus beeindruckend. Deine Klamotten liegen da unter der Bank voll Voltax zusammengelegt. Könnt ihr Ähnliches
Termin, es ist ein berauschendes Gefühl. Nun, wenn ich mich verwandle, bin ich schnell wie der Wind. Ich denke, das ist auch einiges wert. Wir sollten mal einen gemeinsamen Ausritt machen. Mit dir immer gerne. Mal schauen, ob ich euch einhole. Ja, habt ihr sonst noch irgendwas gemacht? Ich war jagen. Das haben wir mitbekommen. Ja. Nein, die Achas haben keine Fragen gestellt. Ich nehme an, sie wussten, was passieren würde. Ich frage mich, ob sie jetzt eine neue Priesterin... Jemand muss sie doch eigentlich initiieren, oder? Ach, ich habe keine Ahnung, wie das bei denen funktioniert. Vielleicht haben sie auch mehr als einen Priester. Ja, da bin ich tatsächlich auch überfragt, aber wo ist denn dieser Abelmir, wo ist dein Freund geblieben? Nun, er versprach zu uns zu kommen, aber er taucht nicht auf. Ich weiß nicht, wo er ist. Immerhin, die Knochen sind weg. Er ist nicht mein Freund. Ich stelle mir vor, dass er auf diesem Knochenhaufen davongeritten ist. Sonnenuntergang. Ein merkwürdiges Bild. Ich denke, er reitet eher in die Nacht. Ich persönlich hoffe ja, dass seine eigene Kreation ihn gefressen hat. Ich glaube, dafür ist er zu gut. Nun schauen wir, dass wir aus dem Sumpf herauskommen hier. Ja, da habt ihr recht. Ihr könnt die ganze Nacht über starksen rudern, es ist nicht wirklich, aber ihr seid froh, wenn ihr aus dem Sumpf herauskommt und werdet so nicht ein Nachtlager aufschlagen. Einige Stunden später. Abelmir konnte bei der Hochburg der Nekromanten, der dunklen Halle von Brabak, noch das Geheimnis von Demiluiden Nandionella Termisius bekommen und die Erforschung, die sie dank den Borberat Moskitos gewonnen hat. Ein sehr formloses Treffen, wo andere auch dabei sein könnten, aber sie hat wenig zu sagen, lächelt nur milde und übergibt nach dieser, ja, sie lässt es eben so im Raum stehen, nach dieser Abmachung mit Paul Berra und den Echsen ohne weiteren Widerspruch Abelmir die Formeln. Dann steht ihr ja am matschigen Ufer des Mysop, blickt auf eure Drachentöter und könnt erkennen, wie Hasswolf jetzt ein großes Ruderboot herunterlässt, damit ihr an Bord treten könnt. Zurück von dieser verfluchten Stadt Brabak, sie hinter euch lassend. Zurück ins Perlenmeer. Hey Mann! Schön, dass ihr wieder da seid, Mann! Kommt an Bord, Mann! Reicht mir den Arm. Ja, Mann! Gut, ich würde mir an Bord ziehen halt. Hey, Kapitän, Mann, ihr stinkt ganz schön. Danke. Und, bist du glücklich, Abelmir? Nun, ich bin nicht unglücklich. Ich möchte es so ausdrücken. Aber länger als nötig will ich hier auch nicht bleiben. Immerhin habt ihr bekommen, was ihr wolltet. Ja, es war etwas mühselig. Aber ja, ihr habt recht. Ich schlage vor, wir waschen uns. Danach werdet ihr euch gleich besser fühlen. Das soll vielleicht helfen. Boltax, ihr riecht auch etwas. Ja, nun, vielleicht sollten wir alle gemeinsam baden. Seid ihr sicher? Alle im gleichen Zuber? Wir sind alle in etwa gleich dreckig. Ja, Herr Bock, wir melden uns später wegen dem Kurs. Wir wollen uns erst waschen. Ja, Mann. Frau Mann. Und? Nun, ich denke, es ist nicht besonders schicklich, weil wir alle gemeinsam baden. Regiert ihr euch etwa? Ich muss erst die Kapelle aufsuchen.
Und ich würde vorschlagen, wir überlassen Sulamin den ersten Zuber. Danke, Abelmir, das ist reizend. Und Sulamin stiefelt davon in Richtung Waschzuber. Ja, die Feuer werden geheizt, die Kessel geschoren und dann könnt ihr nach und nach euch von dem widerlichen Schlamm, dem Dreck, dem Matsch, dem Schweiß befreien, das, was die Sümpfe an euch kleben lassen haben. Und dann spürt ihr doch das ein oder andere Mal noch Jucken, wo eine Mücke doch durchgekommen ist, wenn der Egelschreck nicht ganz so gewirkt hat, aber ihr seid wieder sauber. Und wenn ihr dann einige Zeit später wieder in saubere Klamotten gehüllt seid, ach, wie neu geboren. So, Abenteuer. Seid ihr endlich wieder sauber? Gut. Ich habe uns schon mal aus dem Hafen rausgebracht. Kapok sagte, dass ihr noch keinen richtigen Kurs habt. Ist mir auch egal, aber ich wollte zumindest aus diesem Drecksloch raus. Ja, ihr habt gut getan daran. Angroschminia hat bezahlt. Also auf Abelmirs Kosten, versteht sich natürlich. Aber natürlich. Hat sie schon alles gemacht und sie ist wieder sehr zufrieden. Hat den Rumpf noch ein bisschen mit ein paar Eisenplatten verstärkt oder sowas. Ich war mir nicht ganz sicher, ob man das machen kann, aber sie sagte, Eisen schwimmt gut. Ja, da wird sie schon recht haben. Ja, richtige Abenteurerin. Oh, richtig, richtig, richtig. Auf und Fach. Nun, Boltax, ihr kennt den Kurs zu eurer geheimnisvollen Insel. Eigentlich direkt aufbrechen. Wir müssen nur dem Dolch folgen. Seht ihr? Er zeigt in die Richtung. Ja, wieder zurück aufs Festland, oder was? Nein, nicht direkt. Wir fahren zu einer Insel, die sehr weit außerhalb liegt. Eine vulkanische Insel. Die ist sehr wichtig. Vulkane gibt's hier nicht. Nun. Müsste ich mal Kapok fragen. Der sagte irgendwas von Spinnenbergen, aber ich weiß nicht, ob das vulkanisches Gebiet ist. Nein, 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 nein. Das, wo wir hinfahren, liegt weiter draußen. Ja, wo willst du denn jetzt wirklich genau hin, Boltax? Die Insel heißt Zorak. Vielleicht sagst du einfach mal eine Himmelsrichtung. Geht. Wenn niemals hier ohne Seife waschen. Ja, ja, richtig. Aber was hat das jetzt mit den Himmelsrichtungen? Ach so, ja, natürlich. Ha, ha, ha. Selbstverständlich. Wir müssen selbstverständlich nach Westen. Mit 5 Punkten Geografie weiß ich, wo die Insel ist. Mit 5 Punkten weißt du das nicht, nein. Schade. Ja, ich habe noch nie davon gehört. Ihr kennt doch sicherlich den Boronsgrund, nicht wahr? Das ist aber nicht im Westen. Ja. Also du sagst jetzt nach Westen, aber deinem Dolch folgen, das ist aber Osten. Meinte ich, ja. Gut. Schön, dass wir Kapok haben. Habt ihr eine leichte Ost-West-Schwäche? Nein. Wie kommt ihr denn darauf? Du kannst es dir sonst auch mit Effert und Reiher merken. Vielleicht ist das besser. Ah ja, das ist tatsächlich besser. Der Arsch von Effert zeigt immer nach Kuslik. Und die Titten von Reiher zeigen nach Aranien. Also gen Reiher. Ja. Also, ihr wisst, wo der Boronsgrund ist, nicht wahr? Ja, da sollte man sich von fernhalten, das ist der Vorschlag. Wir fahren also durch den Boronsgrund, Ei Voltax, ich liebe deine Vorschläge. Ja, diesen müssen wir überwinden, denn hinter ihm liegen noch ein paar Inseln und da befindet sich auch Sorak. Tja, dann werde ich mal Gabok Bescheid sagen. Sehr schön, sehr schön. Da bin ich noch nicht gesegelt, das ist harte Charyptik. Kapitän, ich war bereits einmal im Boronsgrund und ich weiß, wie man da möglicherweise sicher durchkommt. Nur wenige Schiffe haben es bisher geschafft. Aber wir hätten eine Chance dafür. Vielleicht sollten wir einmal auf eine Karte schauen, wo wir überhaupt lang müssen. Kennt ihr einen Trick, Diamantis? Oder wisst ihr einfach nur, wo die Untiefen sind? Ich kenne eine Route, die wir zuletzt befahren haben. Dort. Es ist zwar jetzt fast schon ein Jahrzehnt her, aber an die ungefähre Route kann ich mich erinnern. Wir werden aber an den Inseln entlangfahren müssen, damit wir unser Proviant nach und nach nachfüllen können. Auf hoher See sehe ich da nicht allzu gute Chancen für uns.
Naja, zumindest nicht ohne Effort geworden. Die kannst du sowieso für nichts gebrauchen. Habe ich auch schon so oft gesagt. Abenteuer. Kannst du denn das Wasser trinkbar machen, Hasswolf? Klar. Ich möchte mal gerne auf Menschenkenntnis für mich anlügt. Was kannst du machen? Ein Punkt. Ein Punkt? Ja, würfel mal. Drei. Achso, drei, ja, warte mal. 13, 7, 12. Ja, also, du bist dir nicht ganz sicher, aber ja, doch, also er lügt dich nicht an. Also, er ist sehr überzeugend. Ja, also, ich denke, Hasswolf sollte das wohl hinkriegen. Seht ihr, also. Müssen wir uns um nichts Sorgen machen. Ist doch alles wunderbar. Naja, Boltaxe, du solltest den Boronsgrund nicht unterschätzen. Wir sollten schon die Route von Diamantis befahren. Ich habe von einigen gehört, die da ihr letztes Ende gefunden haben. Vielleicht sollten wir zuerst unseren Navigator befragen, dass er uns die Route zeigt, wo wir lang müssen. Kapok! Nell. Komm her! Oh Mann! Ich mag und, Kapok. Und bring die Karten mit! Hey Mann, ihr wolltet mich sehen? Bringt die Karten mit. Soll ich wieder gehen, Mann? Ihr sollt die Karten mit dem Perlenmeer und vom Boronsgrund. Ja Mann, bin gleich wieder da. Er lässt die Tür offen. Es dauert einige Zeit und dann kommt er wieder rein. So Mann, jetzt bin ich wieder da. Wie kommen wir... Wie ist diese Insel? So Dorak. Genau, Kapok, wir haben euch doch schon davon erzählt. Jetzt ist es soweit. Wir wollen diese Insel ansteuern. Ja, Mann. Frau Mann. Also, wir sind jetzt hier bei Brabak. Ja, Mann. Dann segeln wir am besten bei Kefu entlang. Die alemitische Bucht können wir uns sparen, Mann. Und überlege gerade, Mann. Ich glaube, es wäre besser, dass wir die Straße von Sylla nicht nehmen, Mann. Da sind Piraten und so. Und auch wenn ihr gesagt habt, dass die uns nicht angreifen, aber... Die Sylaner können uns trotzdem was tun. Dann segeln wir südlich von Altum. Und dann von Karte von Insel zu Insel. Ja, ich weiß nicht, wie die alle heißen, Mann, aber du musst dann irgendwann Stopp sagen, okay? Ja. Wart ihr schon einmal in diesem Gebiet? Ist Token, ja, Mann. Kann man zwischen diesen einzelnen Inseln hindurch segeln oder ist dort das Wasser zu flach? Ich habe das gehört von anderen Steuermännern, Mann. Also man segelt immer von Insel zu Insel und nimmt da dann Wasser auf. Und das ist egal von welcher Seite, Mann. Aber man sollte nicht zu nah an den Boronsgrund fahren, Mann. Also umqueren wir diese Inseln südlich davon jeweils? Ja, Mann. Oder im Norden. Hauptsache nicht Boronsgrund. Es sieht ja eigentlich auch so aus, als würden wir dort nicht direkt vorbei müssen. Stimmt. Dann ist die Bezeichnung jenseits des Boronsgrundes etwas irreführend gewesen. Seht mal, da unten steht irgendwas von Sarnin. Kap Sarnin.